Vor ziemlich genau 3 Monaten wurden die Vorstände des Zwiebelfreunde e.V. unsanft aus dem Schlaf gerissen. Disclaimer, es ist kein Gärtnerkollektiv. Und genau dieses Event hat Jens Kubizil, der als nächstes dran ist, in die Lage versetzt, uns mit einem Hausdurchsuchungs-Survival-Training auszustatten. Jetzt, wo Maaßen Staatssekretär ist, weiß man nie, wann man es brauchen kann. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, herzlich willkommen zu meinem Vortrag, den ich so schön genannt habe. Schatz, wir haben die Polizei im Haus. Ihr werdet gleich sehen, warum der Titel so gewählt wurde, wie er gewählt wurde. Ich habe das so in 3 Sachen aufgeteilt. Ich werde euch kurz was zu mir sagen und zu den Zwiebelfreunden, zur Durchsuchung selbst und auch dann, was man vielleicht daraus lernen kann. Zu mir selbst, ich mache momentan eigentlich was ganz anderes, als ich mal angefangen habe bei den Zwiebelfreunden. Ich bin momentan tätig so als Datenschutzbeauftragter und bilde zukünftige Datenschutzbeauftragte auch aus. Das wird dann gleich noch wieder eine Rolle spielen und bin halt in diesem ganzen Bereich Datenschutz und Datensicherheit unterwegs. Und ich komme eigentlich mal so aus mehr der technischen Richtung. Also Ende der 90er Jahre hatte ich irgendwie so viel Interesse für Mathematik, Kryptographie und habe damals gesagt, diese ganze Krypto verstehe ich nicht mehr, das ist meine Schulmathematik reicht nicht aus. Habe dann ein Mathematikstudium begonnen, dort mich ein bisschen mit den Themen beschäftigt und bin sozusagen über die Schiene so ein bisschen auch in diesen technischen Datenschutz mit reingekommen. Dann gesehen, Mensch, da gibt es so Möglichkeiten, wie man Nachrichten anonymisieren kann im Netz. Das fing halt so an mit irgendwelchen Remailern, habe dann auch angefangen, die selber zu betreiben, war dann auch hin und wieder Gast bei der Polizei, weil irgendwelche Leute der Meinung waren, irgendwelche Beleidigungen oder Betrügereien darüber zu machen. Und dann wurde ich immer nicht gebeten, Aussagen zu machen. Irgendwann wurden Journalisten aufmerksam auf mich, haben mich angesprochen, wie sieht es denn aus, willst du bei uns in der Zeitschrift einen Artikel schreiben? Später habe ich dann auch ein Buch geschrieben, was man hier sieht, das heißt Anonym im Netz, wo ich versucht so ein bisschen aufzugliedern. Und 2003, 2004 bin ich dann auf das Tor-Projekt aufmerksam geworden und habe mich dann dort entschieden, auch mitzuarbeiten, was ich also auch heute noch tue. Und dann gab es dann halt irgendwann auch diese Idee, hier ein bisschen diese Infrastruktur bei Tor zu unterstützen, indem man den Betrieb von Torknoten institutionalisiert. Und diese Idee ist dann gemündet in der Gründung der Zwiebelfreunde. Die Zwiebelfreunde, die ist so ein deutscher Verein, gemeinnütziger Verein. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, quasi letztlich das ganze Thema um Anonymität, Privatsphäre, IT-Sicherheit ein bisschen zu stärken. Wir stellen verschiedene Server ins Netz, betreiben Tor-Relays, machen Schulungen, fahren auch in diverse andere Länder, versuchen dort Dissidenten vor Ort zu schulen, versuchen aber auch in der Tat auch Polizeien zu schulen, dass sie ein bisschen von diesen neuen Technologien erfahren und Ahnung haben. Und eines unserer sozusagen Projekte, die unter diesem großen Thema Zwiebelfreunde mit beheimatet sind, ist torservers.net. Und darüber kennen vermutlich viele in der Szene unseren Namen. Torservers.net ist so das Aushängeschild, will ich mal sagen. Darüber betreiben wir halt Relays, Bridges, bieten dann sozusagen auch Abuse Handling an. Das heißt also, wenn eine Organisation selber nicht in der Lage ist, mit diesen verschiedenen Meldungen da umzugehen, dann gibt es bei uns jemanden, der das halt auch für Dritte mit betreut. Und über Torservers.net gibt es also eine Zusammenarbeit mit sehr, sehr vielen Partnerorganisationen weltweit. Also ich habe hier mal einige aufgeschrieben. Digital Courage könnte bei euch bekannt sein. Nostranion ist in Frankreich. Fren von der N ist eine Luxemburger Gesellschaft. Access Now in den USA. Es gibt die Cyber Arabs. Es gibt also eine ganze Reihe von verschiedenen Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir versuchen, Spendengelder reinzubekommen und verschiedene andere Sachen zu machen. Das ist also so der Kern unserer Tätigkeit bei den Zwiebelfreunden, das Tor-Servers-Netz-Projekt voranzutreiben. Aber es ist natürlich so, dass wenn man so Tor-Relay betreibt, kann man sagen, das ist nicht ganz frei von Konflikten. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, also schon auch in meiner privaten Vergangenheit, auch dann später im Verein, ist es halt immer wieder so, dass Leute der Meinung sind, sie müssen diese Kommunikationsmöglichkeiten missbrauchen. Fängt an bei Beleidigungen, das Thema Hassrede kennen wir, geht hin über Betrügereien, also so eBay-Betrügereien sind ganz häufig.
Und das alles führt dann zunächst erstmal zu Auskunftsanfragen. Kommt halt die Polizei und sagt, hier, wir haben die Ermittlungen der Strafsache, können Sie was zu uns sagen? Wir haben dann ein Musterschreiben erstellt, das auch bei uns im Wiki mit drinsteht, wo wir quasi einfach erklären, was ein Tor-Server ist, wie das funktioniert, dass wir keinerlei Daten weitergeben können, und das geben wir halt regelmäßig dann an die Polizei. Wir waren bisher von Hausdurchsuchungen verschont. Das ist allerdings schon so, wenn man so 10 Jahre zurückschaut in der Szene, gab es einige Hausdurchsuchungen. Also mein Gefühl war, dass Deutschland sich da sehr hervorgetan hat. Also es gab sehr viele Hausdurchsuchungen, von denen man in Deutschland gehört hat. Und es geht aber dann sogar weiter bis hin zu Verhaftung, Gerichtsverfahren. Ich habe das hier mal beispielhaft mitgenannt. Der Dmitri Bogatov ist ein russischer freie Softwareaktivist, Tor-Relay-Betreiber, Programmierer, also ein sehr gut verankert in der Szene, und der ist halt auch im letzten Jahr verhaftet worden, hat sehr, sehr lange Zeit unter so einem Vorwand in Russland im Gefängnis verbracht und ist aber mittlerweile freigesprochen, lebt auch wieder auf freiem Fuß. Und ja, wir wussten alles das, und wir haben halt versucht, sozusagen im Vorfeld Gespräche mit Strafverfolgern zu führen, haben gesagt, wir gehen zu den Polizeien, zu den Landeskriminalämtern, auch nehmen Kontakt zum Bundeskriminalamt, auch versuchen zu erklären, was sind Tor-Server, was machen wir, und sozusagen, dass auch sozusagen der Gegenseite bekannt ist, was da los ist. Weil das habe ich so vor 10, 11, 12 Jahren durchaus gemerkt, dass bei den Gesprächen, die ich dann mit den Polizeien hatte, also es war halt immer so, dass ich zu einer Zeugenvernehmung eingeladen worden bin, und ich habe das gemacht, wovon euch jeder Anwalt abrät. Ich bin nämlich zur Polizei gegangen und habe quasi eine Aussage gemacht. Aber man hat so im Laufe der Zeit einfach gemerkt, dass die Polizisten schon verstehen, was ich mache, warum ich das mache. Also die Standardfrage ist immer, sie betreiben Anonymisierungsserver, sie leisten doch damit Kriminalität Vorschub. Das ist sozusagen die Standardformulierung, die man immer hört. Dann habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht, und habe das dann auch ein bisschen ausführlich begründet. Und das hat aber durchaus geholfen, innerhalb unserer, also ich komme aus Thüringen, der Thüringer Polizei, ein bisschen Verständnis zu sorgen. Mir aber auch bei anderen Polizeien. Und das mit diesen Gesprächen haben wir halt versucht, das Risiko zu minimieren. Aber wir sind halt keine Strafrechtsexperten. Wir sitzen irgendwie nachts vor unseren Fenstern oder liegen im Bett und lesen die Strafprozessordnung. Und niemand von uns kannte bis dahin den Paragraf 103 der Strafprozessordnung. Das war vielleicht ein Fehler. Ja, also am sehr frühen Morgen des 20. Juni klingelte mein Telefon. Das war kurz nach 6 in dem Falle. Und bei mir war es jetzt so, da komme ich wieder zurück zu vorher. Ich habe in der Woche, also ich habe eine ganze Woche lang eine Ausbildung für Datenschutzbeauftragte gemacht. Also ich war quasi mitten im Stoff. Hatte am Dienstagabend sehr, sehr lange meinen nächsten Tag, meinen Mittwoch vorbereitet. Habe gedacht, okay, kannst ausschlafen, also ausschlafen, kannst bis um 8 schlafen. Und habe gedacht, ja, alles gut. Jedenfalls, mein Telefon klingelte, ich dachte, war meine Frau dran, ich dachte um 6, sie weiß doch, dass ich irgendwie hier also weit weg bin, und es hat sich bestimmt verwählt, aufgelegt. Aber meine Frau ließ nie locker, hat halt nochmal angerufen, und dann dämmerte mir so ein bisschen, also das wird kein verwählt sein, irgendwas ist da. Und ich ging ran. Und meine Frau meinte dann zu mir, Schatz, wir haben die Polizei in der Wohnung, bei uns stehen gerade 10 Polizisten in der Wohnung und machen eine Hausdurchsuchung. Und das war der Moment, wo ich hellwach war, also sozusagen meine Müdigkeit wie weggeblasen war. Ja, und die hat mich dann an den Ermittler direkt weitergegeben, und der hat mir dann halt gesagt, um was es geht, was sozusagen die Vorwürfe sind, komme ich gleich noch dazu, und dass sie jetzt eine Hausdurchsuchung bei uns machen. Und ich habe dann also im Verlauf des Morgens dann halt mehrfach nochmal versucht, mit dem Ermittler zu kommunizieren. Aber ich meine, der hat seinen Durchsuchungsbeschluss gehabt, hat halt quasi die Wohnung durchsucht. Also es waren in dem Falle am Ende nicht 10 Leute bei uns in der Wohnung, sondern insgesamt nur 6 Polizisten. Es waren also 2 Polizisten aus Bayern, und im Zuge der Amtshilfe waren 4 Polizisten aus Thüringen mit dabei. Und dazu kamen nochmal 2 Zeugen von der Stadt Jena, die also quasi da Rand kann man vielleicht nicht ganz sagen, sie haben noch freundlich geklingelt. Meine Frau hat die Tür geöffnet und haben gesagt, hier, wir wollen die Hausdurchsuchung jetzt machen, und dann sind sie sozusagen einfach da auch reingekommen, haben aber sich dann auch direkt in alle Räume verteilt und haben quasi in diversen Räumen irgendwas gemacht, was auch im Nachhinein nicht mehr nachzuvollziehen ist. Also sind alle Räume durchsucht worden, und es ging erstmal darum, also der Ermittler meinte dann irgendwie zu meiner Frau, ja, und ihr Mann ist bei diesem Verein Zwiebelfreunde, und da gibt es irgendwelche Krawallbrüder und Krawalltouristen, und also meine Frau hat gar keinen Zusammenhang gesehen,
Und ich habe am Telefon auch erstmal lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, was er eigentlich meint. Ich versuche das gleich auf den Folien noch ein bisschen zu erklären. Ja, und irgendwann meinte halt einer der Ermittler, liebe Frau Kubizil, fahren Sie mal bitte den Rechner runter. Also einer der Rechner war noch an und ich meinte, wie, Rechner runterfahren? Na, wir nehmen den jetzt mit. Und also war meine Frau halt ziemlich schockiert. Und dann haben sie halt sozusagen sich einiges an Hardware mit rausgepickt. Alles das, was sozusagen halbwegs benutzt aussah, wurde halt mitgenommen. Also es waren verschiedene Desktop-Rechner, Laptops. Ich habe halt so für meine Kinder, auch, die haben einen eigenen Laptop. Und das Gute war, dass mein Sohn, der hatte sozusagen ein Namensschild drauf gemacht. Der hat irgendwann mal so mit so bunten Klebern einfach seinen Namen drauf geschrieben. Und in dem Falle musste das Kind quasi nur den Laptop mal anmachen, öffnen. Und da haben die gesehen, es gibt nur ein Login von meinem Sohn und den durfte er behalten. Und den anderen Laptop von einem anderen Kind haben sie gar nicht gefunden, der lag in einem Schrank. Also es ist nie alles an Hardware auch gefunden worden, aber alles das, was sozusagen benutzt aussah, was so aussah, als würde es mir gehören, ist halt auch zunächst erstmal mitgenommen worden. Ja, und jetzt ist natürlich so die Frage, warum kommen Sie jetzt zu uns? Und eine Sache, die mich erstaunt hat, und da komme ich auch wieder zurück zu dem 103, dass der Ermittler mehrfach am Telefon mir gesagt hat, Sie sind hier nur, also sind nur ein Zeuge. Wir machen die ganze Maßnahme nur bei Ihnen, weil Sie ein Zeuge sind. Ich dachte, okay, ein Zeuge, dann kann er mich auch fragen. Also ich hatte ihm dann auch angeboten, also ich war halt jetzt auch nicht so vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden Fahrtweg weg von meinem Zuhause. Ich sagte, kommen Sie doch zu mir, dann kann ich Ihnen das erzählen, was Sie wissen wollen. Als Zeuge bin ja ein netter Mensch, er hat sozusagen sich nicht gescheut, diese knapp 400 Kilometer von Augsburg nach Jena zu fahren, aber die 50, 60 Kilometer waren ihm dann doch zu weit, dann noch zu fahren und mit mir zu reden. Und so nach und nach habe ich dann erfahren, worum es eigentlich geht. Und zwar begab es sich, dass in Augsburg der Bundesparteitag der AfD stattfand und diverse Leute waren der Meinung, sie müssen was dagegen tun. Unter anderem haben hier eine Gruppe von Leuten, die sich Augsburg für Krawalltouristen nannten oder auch noch nennen, so eine Website aufgesetzt und haben auf der Webseite quasi so ein bisschen gesagt, wann der Bundesparteitag ist, wo die AfD-Leute vermutlich absteigen. Es ging aber dann halt auch so weit, dass es da hier einen Reiseführer gab, der dann auch ziemlich klar gesagt hat, also wie kann man, also angefangen von der Straßenblockade bis hin zu Autoanzünden verschiedene Sachen mitmachen. Und das rief dann halt in dem Falle eben die Polizei auf den Schirm. Parallel dazu hat eben auch noch der Verfassungsschutz von Bayern gewarnt und hat gesagt, dass also zu dem Bundesparteitag der AfD machen sich mehrere tausend Linksradikale auf den Weg und werden Augsburg in Schutt und Asche legen. Also da war also schon so ein bisschen Panik sozusagen bei den Ermittlungsbehörden mit dabei. Und ja, es gab also verschiedene Anzeigen und die Polizei hat ermittelt, hat diese Seite gefunden, hat dann sozusagen sich Link für Link angeguckt und wie es sich für eine ordentliche deutsche Webseite gehört, hat also auch so eine Webseite ein Impressum. Und ja, also hier findet ihr einen schönen Text, zu früh gefreut, wer wir sind, verraten wir natürlich nicht, aber es gibt eine E-Mail-Adresse. Und diese E-Mail-Adresse heißt Augsburg für Krawalltouristen at reisab.net. Da haben die Polizisten gesagt, reisab.net kennen wir, also so weit waren sie schon, Reisab war bekannt erstmal, und haben gesagt, also von denen kriegen wir keine Auskunft. Wann immer wir an die wenden, kriegen wir keine Auskunft, aber wir stöbern mal auf die Webseite rum. Und auf der Webseite gibt es einen Link Support RiseUp bzw. unterstützt RiseUp. Da kommt man dann hin und sieht verschiedene Zahlungsmöglichkeiten. Unter anderem auch eine Überweisung. Und da komme ich wieder zurück zu den Zwiebelfreunden. RiseUp ist halt irgendwann zu uns gekommen und hat gesagt, hey liebe Zwiebelfreunde, wir haben unglaublich viele Leute, die jetzt in Deutschland sitzen, die uns Geld per Überweisung zukommen lassen wollen. Seht irgendwie eine Möglichkeit, uns da zu unterstützen. Und haben gesagt, wir machen das auch für andere Vereine, dass wir sozusagen ein Spendenkonto führen für die Leute. Dort können alle Leute in Euro Geld hinspenden und wir finanzieren auf der anderen Seite dann für RiseUp-Projekte. Also machen dann halt bestimmte Projekte und nehmen das Geld dann und finanzieren das Ganze. Und diese Kontonummer ist dann halt gefunden worden von den Strafverfolgern. Und gesehen, aha, deutsches Konto, interessant, wer führt denn das Konto? Wurde dann also eine Abfrage gemacht bei der BaFin, was für Konten unser Verein hat. Man stieß halt sozusagen auf das Konto, hat dann raus ermittelt, wer im Vereinsvorstand sitzt und so weiter. Und dann sind sie zum Schluss gekommen, naja, die Leute werden wohl wissen, wer diese Krawalltouristen sind, also gehen wir die mal besuchen. Und das ist halt schon also ziemlich weit hergeholt. Also wenn man sich das mal überlegt, wir nehmen halt nur Spender entgegen, wir haben mit der technischen Infrastruktur von RiseUp, haben mit denen quasi keinen Kontakt. Und es ist auch so, wenn man sich den Beschluss durchliest, die Akten durchliest,
ist halt wirklich nur so ein Satz, bei denen wollen wir schon was finden. Also es gibt keinerlei logische Herleitung, wo man sagen kann, es gibt, also sie haben irgendwelche sinnvollen Gründe gefunden. Und der einzige Punkt war hier eben, es gab da dieses Konto, und jetzt nehmen wir mal an, dort finden wir Spenderdaten, das ist natürlich richtig, Spenderdaten wird man natürlich finden, aber natürlich keine Nutzerdaten, das war halt die zweite Hoffnung. Ja, und das hatte ich dann irgendwie jetzt auch so aus dem Ermittler mit rausgeholt, und das finden wir dann halt auch später aktuell im Beschluss. Und die haben, wie gesagt, so zweieinhalb Stunden bei uns durchsucht, also unsere gesamte Wohnung, unser Auto haben sie durchsucht und haben halt quasi das mitgenommen, was sie dachten, was sie finden können. Und irgendwann sozusagen habe ich mich natürlich gefragt, was ist mit den anderen Vorständen. Und bei mir war es halt so, dass ich jetzt quasi diese Herausforderung hatte, A, ich habe jetzt diese Hausdurchsuchung, ich musste dann parallel versucht, einen Anwalt anzurufen. Ich musste dann irgendwie auch sehen, halb neun begann mein Kurs, dass ich auch mit den Teilnehmern, also 20 Teilnehmern im Kurs, denen halt auch was beibringe. Also es war halt auch, also könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich an dem Tag gefühlt habe. Also, und ich habe dann quasi immer in Pausen versucht anzurufen und dann halt auch rauszukriegen, weil ich habe keinen von meinen anderen Vorständen irgendwie erreicht. Und dann erreichte ich meinen Mitvorstand in Berlin, und der meinte dann zu mir, hey, weißt du was, Moritz, unser Vorstandsvorsitzender sozusagen, den haben sie sogar festgenommen. Und das war für mich so, nochmal so ein Schock. Also es ging nochmal schlimmer, und das hat sich dann ein bisschen weiter dann aufgeholt später. Das ist auch das, was man in der Presse gesehen hat. Man hat also unter anderem diesen Gegenstand hier gefunden, diesen 3D-Druck, und hat gesagt, okay, das ist also eine Atombombe, und man sieht es hier oben verlaut. Er wurde also verhaftet wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, hat also dann mehrere Stunden im Gefängnis gesessen. Also irgendwann haben sie dann doch erkannt, okay, das ist vermutlich doch nur ein 3D-Druck, unnormal. Also auch mittlerweile ist das Verfahren eingestellt worden. Das war halt schon, hat dann schon solche Ausmaße angenommen. Ja, nach der Durchsuchung ging es natürlich erstmal los, man Anwalt suchen, Abstimmung zwischen den Anwälten, zwischen den Beteiligten. Was wichtig war, und das, also auch wenn euch das mal passiert, es ist immer sinnvoll und wichtig, der ganzen Beschlagnahmung zu widersprechen. Und hier in dem Fall haben unsere Anwälte auch beantragt, dass die Geräte versiegelt werden, dass die also nicht mehr angefasst werden dürfen. Und ich habe dann mit meiner Anwältin eine Beschwerde gegen meine Maßnahme eingereicht. Und das fand ich dann auch für mich so einen spannenden Effekt. Also es hat eine Richterin den Durchsuchungsbeschluss quasi genehmigt, auf Basis dessen dann die Polizei bei uns war. Dann gab es die Beschwerde, die ist dann beim Amtsgericht München entschieden worden, und zwar von genau derselben Richterin, die auch über den Beschluss entschieden hat. Jetzt könnte man überlegen, wie die wohl entschieden hat. Also, aber ich sag mal, das Gute ist, was ich dann auch gelernt habe, es gibt dann so einen Automatismus, also wenn sie der Beschwerde nicht stattgibt, dann ist es automatisch ans Landgericht weitergeleitet. Und das werden wir gleich noch sehen, das war dann quasi in dem Fall unsere Rettung. Und wir haben dann auch, wie wir es hier schon gesehen haben, ein bisschen versucht, Pressearbeit zu machen, den Fall zu veröffentlichen, um also auch hier für uns ein bisschen also bekannt zu machen, was da eigentlich passiert ist. Und ja, sozusagen das gute Ende in unserem Fall war der Beschluss vom Landgericht München, die jetzt vor rund zwei Wochen gesagt haben, dass diese Durchsuchungsbeschlüsse rechtswidrig sind. Es gibt also keinerlei Basis, auf der so ein Beschluss überhaupt hätte erfolgen müssen. Also das ist relativ klar, dass beim Zeugen muss man quasi sehr genau darlegen, warum man bei dem glaubt, was zu finden. Und nicht einfach mal sagen, okay, wir werden da schon was finden, wir rennen einfach mal los. Also der ganze Beschluss liest sich auch aus meiner Sicht wie eine Ohrfeige gegen das Gericht. Mittlerweile ist es so, dass wir unsere Hardware wieder haben. Das ist auch jetzt wieder, komme ich nochmal zurück zu der Versiegelung. Ich habe halt versucht, jetzt die Hardware anzugucken, also sowohl die Hardware wie auch die Software. Ich bin halt dabei, sozusagen ein bisschen auf der Festplatte rumzukratzen und also die ganze Sache mir anzugucken. Mein Eindruck ist bisher, dass da wirklich auch keine Auswertung stattgefunden hat. Aber genau weiß man es natürlich nicht, das ist bisher so mein Eindruck der Sachen. Meine überraschende Erkenntnis aus der Maßnahme war, dass Hausdurchsuchungen können auch bei Zeugen durchgeführt werden, es können Sachen beschlagnahmt werden. Und das ist durchaus eine Maßnahme, die regelmäßig stattfindet, muss also nicht Beschuldigter sein. Und daher ist es auch sinnvoll, sich auf so eine Maßnahme vorzubereiten. Und mal so ganz kurz hier, was mir wichtig erscheint, ist, also was man braucht, ist ein Anwaltskontakt. Also es ist immer gut, an der Tür eine oder mehrere Nummern von Anwälten stehen zu haben, denen man im Notfall dann anrufen kann. Wichtig ist auch, macht euch Gedanken, was passiert, wenn jemand eure Systeme mitnimmt. Das heißt, liegen da die Daten im Klartext drauf. Also ich meine, wir hatten eine Festplatte, da waren die Kinderbilder drauf, die waren natürlich nicht verschlüsselt, weil wir gedacht haben, interessiert eh niemanden, aber ich meine, jetzt denken wir da alle in der Familie ein bisschen anders drüber. Remote Backups sollte noch eine Rolle spielen. Auch
Also es, in meinem Fall, wie gesagt, ich war nicht zu Hause, das war mein Glück. Ich habe also Laptops weiter gehabt, Handys weiter gehabt. Meine Vorstandskollegen, bei denen sind die Handys weggenommen worden, da sind USB-Sticks mitgenommen worden. Also da, die waren quasi mehrere Tage ohne Hardware. Ich meine, das ist auch vielleicht mal ein schönes Leben, aber ich würde es lieber freiwillig machen. Und wichtig ist natürlich auch so ein bisschen über die Rechte bei so einer Hausdurchsuchung Bescheid zu wissen. Das heißt, also man muss eine Kopie von dem Beschluss bekommen. Das war in unserem Fall gegeben, also es gab einfach eine Kopie. Es muss Zeugen geben, die kann man dann verlangen. Wichtig ist halt bei sowas, die Polizisten stehen vor der Tür und wedeln mit ihrem Beschluss und sagen, dürfen wir mal reinkommen. Und das ist so eine Sache, wo man sagt, naja, dumme Frage, ihr habt ja einen Beschluss. Dann sagt man vielleicht ja und dann geht es dann weiter, dürfen wir das Zimmer betreten, dürfen wir jenes Zimmer betreten. Was dann hinterher passiert ist, dass man quasi immer wieder, was die argumentieren, na, die so eine richtige Hausdurchsuchung war es eigentlich ja nicht, weil die Beschuldigten oder Zeugen haben der Maßnahme ja zugestimmt. Deswegen ist es hier auch immer sozusagen formal wichtig zu sagen, nein, sie dürfen nicht reinkommen, aber natürlich kommen sie rein, weil sie haben ja einen Beschluss. Aber sozusagen, und darf ich das Zimmer betreten? Nein, dürfen sie nicht, aber sie haben einen Beschluss. Darf ich den Schrank aufmachen? Nein, dürfen sie nicht. Also das ist sozusagen einfach so eine Formalie, die aber durchaus hinterher wichtig ist, genauso wie es wichtig ist, der Beschlagnahmung dann auch zu widersprechen. Also es gibt einige Ankreuzfelder auf diesem ein Zettel, was Sie alles so mitnehmen, und da müsst ihr immer darauf achten, dass da angekreuzt ist. Ihr habt der Maßnahme widersprochen, ist also auch wichtig, und natürlich dann den Rest übernehmen dann die Anwälte. Und in unserem Fall war es halt wirklich gut, ich meine, da war es relativ klar, das haben alle gesagt, dass die Maßnahme ist rechtswidrig, und diese Unterstützung durch die Presse war halt also für uns super wichtig. Also zum einen ist der Fall öffentlich gemacht worden, wir konnten auch das Framing setzen können, sagen, was ist denn eigentlich passiert. Weil unsere Angst war immer, dass sie irgendwann mal mit dieser Bombe vielleicht sozusagen an die Öffentlichkeit gehen und sagen, da waren irgendwelche linksradikalen Terroristen, die mit Bomben da in Augsburg gehantiert haben. Und dann sozusagen von der Pressemitteilung das wieder sozusagen zu drehen und sagen, nee, das stimmt ja eigentlich gar nicht, ist schwer. Deswegen war es auch für uns ein bisschen wichtig, da sozusagen Pressearbeit entsprechend zu machen. Und was uns auch geholfen hat, war eben der enorme Zuspruch. Und das, also ich möchte auch hier die Gelegenheit nochmal nutzen, allen Leuten, die uns in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben, zu danken. Es war für uns wirklich eine enorme Hilfe und auch eine Stütze durch die Zeit. Also könnt euch vorstellen, das ist nicht ganz einfach, so Polizei in der Wohnung zu haben. Und also auch für unsere Familie kann ich sagen, also unsere Kinder haben wirklich mehrere Wochen lang Probleme gehabt. Also sie wollten nicht mehr allein in ihren Betten schlafen, haben Hautausschlag bekommen und so weiter. Also das sind so Sachen, die also auch im Nachhinein noch also Probleme bereiten. Und da war es halt gut, also auch so im privaten Umfeld und im weiteren Umfeld Hilfe zu bekommen. Und ja, deswegen auch nochmal mein Dank an alle anderen. Und ja, an der Stelle bin ich sozusagen jetzt halbwegs durchgerannt durch meinen Vortrag. Ich hoffe, also 20 Minuten dürften halbwegs um sein. Deswegen, ich weiß nicht, da haben wir noch Zeit für Fragen? Unglücklicherweise glaube ich nicht. Okay. Aber wir versuchen es beim nächsten Vortrag, der ja direkt anschließt, thematisch aufzuholen und dann hinterher aufzumachen für alle, die noch Fragen haben. Okay, also wer noch Fragen hat, ich würde auch draußen vielleicht warten, da kann ich direkt an mich wenden. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Danke.